Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Schneverding. Und zwar heute geht es weiter mit diesem GTR. Es sieht noch nicht ganz so aus, als würden wir die erste Probefahrt heute schaffen. Aber ich habe auf dem Hinweg noch überlegt, wie lange ist das wohl her? Also, als wir das letzte Mal über dieses Auto berichtet haben, habt ihr den Rahmen gerade bei Nils gebaut. Genau. Wann war das? Das war Anfang letzten Jahres so in dem Dreh, ne? Ungefähr? Mitte, Anfang, irgendwie sowas, ja. Schon ein bisschen her, ne? Ein bisschen her, ja. So, es hat sich aber wirklich jede Menge seitdem getan, wie man sieht. Weil eigentlich sieht es ja schon wieder nach einem ganzen Auto aus. Das sieht jetzt wieder nach einem ganzen Auto aus, ja. Weil, so wie ich das sehe, Motor ist drin, Hinterachse ist drin, Räder sind dran. Genau, also der ist jetzt einmal so zusammengebaut, dass er halt zusammengebaut ist. Der wird einmal fast komplett zusammengebaut, dass alles passt. Weil muss ja jeden Scheiß muss ja anfertigen, jeden Halter, jeden Fräsen. Und Adrian baut hier, hat sehr viele Carbonplatten ja gemacht. Extra, so wie ich die haben wollte. Ein paar Titanstangen sind schon drin. Alles, was denkst, kommt Titan rein natürlich. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal krass, dass man jetzt hier so vorsteht und theoretisch denkt, das war mal eine GTR-Karosse, was ja eigentlich nicht mehr der Wahrheit entspricht, so ungefähr. Ne? Ja, dass außen das, ist er immer noch. Dass das überhaupt im Ansatz so, überhaupt so alles zueinander passt, weißt du? Weil es ist ja schon eigentlich bis auf dieses bisschen, weißt du, das ist ja wirklich nur noch so ein bisschen schweller Außenblech. Ja, vorne die A-Säulen stehen ja auch noch, genau. Sozusagen. Und das war es ja noch bald, ne? Innen sind nicht aus Carbon schon. Viel mehr ist es dann auch nicht mehr, krass. Viel mehr ist es nicht. Also wenn ich die Karosse selber, das Häuschen sozusagen, kann ich abschrauben, haben wir gewogen wie 70 Kilo. Das ist das, was von nicht mal 60 Kilo ist von dem Auto übergeblieben. Also von dem Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das eigentliche Häuschen ist geschraubt. Genau. Wie viele Schrauben ungefähr? Oben zwei und auf jeder Seite vier Stück. Und mal schnell eine Karosserie wechseln. Ganz schnell wechseln. Ja. Und das reicht auch, also, weil einfach das in Summe so tragend, also so fest ist, dass das gar nicht weg kann. Wir haben ja auch schon überlegt, wir haben schon mal Späße, haben wir glaube ich schon mal gemacht, dass wir fahren irgendwann mal zum Rennen, fahren mit dem GTR, fahren wir, was weiß ich, Weltrekord, dann nehmen wir Karosse ab, nehmen wir eine Audi S4 Karosse, sitzen drauf, fahren Weltrekord, nehmen die ab, machen Golf drauf oder alles andere. Aber wird ja nicht passen, ne, von den Größen, aber... Alles, was in der gleichen Größe wäre, würde von der Größe her würde das passen, ja, genau. Witzig wäre tatsächlich, wenn es irgendein anderes Auto gibt, was von der Größe her so passen könnte. Halt GTR ist halt scheiße groß, also das ist wirklich von der Karosse sehr groß und ich weiß nicht, was da noch so draufpassen könnte. Ja, Bugatti vielleicht oder so. Ja, aber wenn du rein Audi-Rekord fahren würdest, könntest du garantiert hier so eine 8-Karosse oder so nehmen. Ja, genau, zum Beispiel, ja. Wäre aber geil, einfach mal so eine 8-Häuschen drauf. Ja, aber... Zählt ja nicht, ist Gitterrohr, Chassis zählt ja, nicht. Also allgemein als Dings, aber ist ja alles ein bisschen aufgeteilt. Ja, pass auf, wo fangen wir an? Wir gucken mal, was alles so passiert ist. Wir sehen auf jeden Fall hier schon mal, das sind die besagten Platten, die Artium alle gebaut hat. Genau, die hat er mir extra in 4 mm gebaut, weil ich sitze da. Und NFR Carbon ist ja nicht so schwer. Vorne trete ich ja drauf. Habe ich gesagt, komm, mach mir bitte 4 mm Platten. Auf der anderen Seite ist es natürlich dünner, das sind ja 2 mm. Ja. Ah, siehst du aber, dann ist Paul schon so bescheuert und lässt eine Seite dicker ein. Ja, natürlich. Das Chassis ist ja auch so gebaut. Auf der alles, was alles weg von mir ist. Dünner wird's. Genau. Hinten ist nur noch Pappe. Genau. Was an dem Auto ist jetzt nicht Carbon? Weil das vorne ist GFK oder Carbon die ganze Front? Nee, ist Carbon. Die ist Carbon. Türen Carbon, Seitenteile Carbon. Das ist nur die Paneele hier, die serienmäßigen, die hier raus
stecken und die Leiste oben am Dach ist nicht Carbon. Außen ist das Ding komplett Carbon jetzt. Und die Stoßstange hin. Die Serie geht her. Weil gibt's noch nicht in Carbon, oder? Nö, wozu soll ich machen? Ist Plastik, das trägt ist eh Plastik, also wiegt eh nichts, ne? Okay, krass. Wiegt eh nichts. Und die Stoßstange hin, ja. Ja, ist auf jeden Fall cool, mal auch so ein Auto mit so einem Carbon-Seitenteil zu sehen. Ja. Das ist jetzt alles schon, weil das an deinem alten Auto hattest du die nicht dran. Nee, da war ja noch Radlaufgebäude ja, genau, und so weiter. Da war ja auch rausgezogen und so. Genau. Da war Dachhaut war drauf und Heckklappe und das war's. Und sonst so bisher bereust du den Schritt mit dem Rahmen? Nein. Nee. Ich freue mich. Ich, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, freue ich mich, weil es sieht geil aus. Vor allem jetzt, wo die Front endlich mal lackiert ist. Weil die war soweit fertig, habe ich schon zum Lackierer gesagt, komm, lackier die schon mal fertig, weil was weg ist, ist weg. Weil die Zeit drängt irgendwann mal, weil ich habe ja noch andere Sachen zu tun. Und boah, ein paar Autos schön. Ja. Und wenn ich jetzt hier immer wieder reinkomme und die Front schon mal in der Farbe sehe und deshalb ist jetzt auch überlegen, ob das Auto überhaupt foliert wird oder ob der einfach silber bleibt oder jeglichen Aufkleber. Einfach. Meine Meinung kennst du dazu. Ich weiß, klar. Aufkleber kann man ja wieder abziehen, aber ja, mal gucken. Oder doch wieder schwarz lackiert. Wie er ursprünglich mal war. Das wäre aber geil, so Back to Roots. Back to Roots, genau, war ja. Uni schwarz. Ich habe jetzt schon Back to Roots gemacht wie in der Folie, wie in der Farbe, weil das ist ja die Farbe, die damals auf meinem Golf 4 auf dem R32 war. Das Auto verfolgt mich ja bis heute irgendwie. Und da habe ich gesagt, ach komm, wir machen die Farbe, mache ich jetzt die Farbe drauf. Weil guck mal, du fährst ja schon so in der absoluten Oberliga mit. Das heißt, jeder kennt das Auto eh. Genau. Dann ist es fast schon wieder witzig, wenn das Ding so richtig undercover so ungefähr ist. Ne? Ja, so, genau. Derjenige, der einfach nur so als Zuschauer aus dem Event ist und das Auto nicht kennt, einfach nur fassungslos ist. Genau. In dem und folieren können wir ihn immer. Also Freddy hat ja seinen Drucker hier, der kann ja das Ding anschmeißen und über einen Tag die Folie drucken, dann können wir ihn bekleben schnell. Ja, ich würde ihn auf jeden Fall auch einmal. Aber er bleibt erstmal silber, wirklich. Chassis wird ja ganz schwarz gemacht, alles. So, erste Frage, wie oft hast du seitdem das Häuschen runter und drauf gebaut? Einmal. Echt? Ist jetzt. Einmal haben wir es runter gehabt, ja. Dann haben wir jetzt alles weggeflext, soweit wir schon wussten. Polly hat mir da sehr viel geholfen. Das heißt, fällt mir dabei ja gerade ein, das heißt, der Lackierer, der das Auto lackiert, lackiert ja in dem Moment eigentlich nur das Häuschen, ne? Also genau, der kriegt das Häuschen auf Rollwagen. Der kommt mit Trailer hier, mit zwei Mann, setzen wir ihn das drauf und dann wird er in Lackierer rein, stellt das auf die Böcke und dann lackiert er. Also, genau. Ja, aber so schnell wird halt wieder selbst so ein GTR-Kofferraum einfach wieder voll. So, und diese, jetzt musst du mal einmal erzählen, diese ganzen Abdeckungen, die wir jetzt hier sehen. Die gibt es ja logischerweise alle nicht zu kaufen. Nein. Oder gibt es mittlerweile von GTR so? Nein, gar nichts. Geht ja gar nicht, weil der Rahmen ja auch. Das sind alles Platten, Feuerschablonen aus Pappe zugeschnitten, angemalt, zugeschnitten, passt, raus, auf Carbon übertragen, rausgeschnitten. Wie macht man das bei sowas jetzt hier am Ende? Diese ganzen Übergänge und sowas, dichtet man das alles ab oder lässt das einfach so? Ich werde das abdichten, ja, weil ich habe keinen Bock, dass mir vor allem hier in den Sand reinfliegt, so viel. Ein bisschen Müll auf jeden Fall reinfliegen, weil das Auto muss ja auch immer sauber sein, ich habe da keinen Nerv drauf. Kennst du das ja? Das war die Frage. Genau, und deshalb wird natürlich hier, vor allem die hinteren Platten, das wird jetzt auch hier dicht gemacht, zur Stoßstange hin, da kommt einmal... Also willst du schon eigentlich, dass es einfach zu ist? Das wird zu sein, genau. Dass es so weit wie möglich zu ist. Das wird auch zugeklebt. Ja, hier hast du ja eigentlich fast sogar noch ein bisschen Platz, ne? Hier habe ich noch Platz, ja. Hier aber Kraftstofftank ist vorne, oder wie? Tank kommt vorne hin, genau. Kraftstofftank vorne, okay. Also den muss ich noch anfertigen, da bin ich noch mit mir nicht so ganz schlüssig. Ich habe auf meine Wasserkühler ganze Zeit gewartet, weil ich habe ja mein Auto vorne gescannt. Haben mir einmal die Wasserkühler CAD gezeichnet, gemacht, weil ich schon seit echt langer, langer Zeit immer Wasserkühler immer mit Schwitzer mache, weil er echt gute Arbeit macht. Und er hat mittlerweile eine CNC-Kantbank, der hat CNC-Maschinen, hat er. Kurz gesagt, ich habe den Kühler als CAD gebaut, habe ihm die CAD-Dateien rübergeschickt. Oh, schon die Bleche für die Lüfterbleche zum Beispiel waren schon fertig als Kantbleche für das Programm schon mal fertig. Also kurz gesagt, Bleche reingeschmissen, das alles fertig gebaut und haben mir wirklich eins zu eins meine Kühler, so wie ich die gezeichnet habe, zugeschickt. Gebaut, ja. Gebaut, ne? Ja, die haben auch viel Auswahl an Netzen immer da. Genau, der hat sehr viel und wenn was ist, dann spricht man das nochmal durch. Vorher habe ich angerufen, welche Netzstärke hast du? Und dann habe ich das einfach in die Programme mit übernommen. Lachgasflasche Nummer 1? Ja. Ist auch die eine Tür. Ja, weil da haben wir noch zwei Flaschen. Aber ja, da ist einmal CO2 und das andere ist Feuerlöscher. Feuerlöschanlage. War auch geil irgendwie eingebaut. Das ist so alte Fast and Furious-Zeiten irgendwie. Ja, ich wollte das extra hinten haben. Wie macht man das bei so einer Flasche? Wo lässt du die befüllen? Ich werde mir eine Füllstation kaufen. Ich muss noch gucken, woher ich Lachgas kriege.
Also falls jemand weiß, wo ich Lachgas kriege, große Mengen, große Krankenhaus. Flaschen. Muss hier Krankenhaus. Gibt es Schnee bei den Krankenhaus? Gibt es ein Krankenhaus? Sollte. Ne? Muss immer einmal hinfahren. Kurz. Weil ich werde mir eine Füllstation auf jeden Fall kaufen, das mit Waage und mit Ventilen und ach, das ist so ein bisschen, Wein kosten $1,000, glaube ich, also ist nicht die Dings, aber ich werde halt öfter brauchen. Ne? Du wolltest die ja nun nehmen für Launch zum Ladeantreiben, ne? Genau, das ist nur für den Launch zum Ladeantreiben, damit ich untenrum sozusagen mehr Abgase habe. Ich habe wirklich gar kein Gefühl oder Verhältnis dafür, wie lange so eine Flasche hält dann. Also ist das so, du kannst dreimal Knopf drücken, das Ding ist leer? Oder? Also kurz gesagt, wenn das, ich werde ja einmal bei FuelTech hier drin haben, einmal NOS, das aktiviert ist. Mhm. Wenn das aktiviert ist, dann ist halt mit Launch zusammen aktiviert und wenn ich in Launch gehe, dann geht's los. Rein. Genau. Aber wie viel Launch kannst du machen mit so einem? Ich weiß es nicht. Aber weiß auch nicht, okay. Ich weiß es nicht. Also, aber meinst du, schaffst du dann so ein Event, wenn du so ein paar Starts und so machst oder musst du Reserveflasche mitnehmen? Ich werde mir auf jeden Fall noch eine Flasche mitnehmen, weil lieber haben als brauchen, wenn du mehr fährst oder so. Weil ohne wird er nicht fahren, wird er nicht launchen, also glaube ich nicht. Also wenn, dann wird er lange brauchen. Ja, meinst du echt, das Lader-Setup ist so groß, dass das gar nicht das Problem schafft ist, im Leerlauf? Mein Wandler, den ganzen Kram mit der Leistung und alle Angaben gemacht zusammen mit M&M, Transmission USA, von denen kommt ja auch das Getriebe. Die haben den Wandler ja gemacht und Endeffekt, ich weiß nicht, bei welcher Drehzahl er überhaupt losgeht, ganz ehrlich. Die haben das gequatscht gemacht und ich habe einfach denen das überlassen, weil die einfach die Ahnung haben und gucken, was rauskommt. Ich habe das schon mal vorsichtshalber reingepackt und auch deshalb reingepackt, weil ich will natürlich auch einen Knopf am Lenkrad haben, dass wenn, weil du kannst ja natürlich Ladedruck oder Leistung nicht wie eine Fahrt erhöhen, vor allem nicht, wenn du mit dem Ding hier jetzt Ziel ist, irgendwie auf Viertelmeile mit 350 zu fahren. Irgendwie, ne? Sehr schnell, da hast du was anderes im Knopf. Gibt es nach 5,5 Sekunden noch mal kurz einmal den Knopfdruck. Und wenn einer da meinte, vielleicht doch schneller zu sein, wenn ich irgendwann den Promotes fahre oder so, dann kann ich noch mal 500 PS noch mal da reinschießen. Nochmal nachlegen. Ne? Ah, okay. Der Wandler ist. Ist Essen da? Das hat geklappt. Ja. Okay. Dann gibt es erstmal Essen, wie immer. Und dann geht's weiter. Ja, Döner-Teller war lecker. Döner-Teller war geil. Kann man essen. Hat geschmeckt. Ja, der ist echt gut hier. Aber. So, wir waren beim Thema NOS. Ja. Das heißt, es kann passieren, dass dein Wandler von der Drehzahl her so tief ist als Beispiel, dass die Lader da eigentlich noch gar nichts machen. Genau, dass die Lader nichts machen und dann haust du halt Lachgas rein. Ist das wirklich so, dann Knopf drücken, bumm, geht's los mit Lader? Oder ist es auch so, dass die trotzdem ein bisschen arbeiten und brauchen? Nee, das ist in einer Sekunde. Dann. Wirklich dann sofort? Ja, sofort ist Ladedruck da, ja. Das ist wirklich brutal dann, wenn du das richtig einstellst. Ich habe extra ein Trockensystem, also ich spritze nur Lachgas rein, pur. Normalerweise ist jetzt Doppeldings, wo das gemischt wird mit Sprit in der Düse, das hier nicht, weil das läuft über Motorsteuergerät. Motorsteuergerät hat ja diese NOS-Funktion und dann erhöht er dementsprechend, wie du es programmiert hast, dann den 6 Düsen, eine Düse, 2 Düsen? 6 Düsen, also pro Dings. Also ich baller wirklich da irgendwie fast 500 PS dann rein. Krass. In dem System. Ist bestimmt auch eine Sache, die man auch erstmal so abstimmen können muss, so, weil viele Versuche hat man dann ja auch nicht, ne, in dem Moment. Nö, kann man nicht. AFR halt. Ist das muss dann, halt passen, ne? Genau. Wer da ein bisschen zu langsam ist, ist Feierabend. AFR ist einfach nur der englische, amerikanische Begriff für einen Landerwert eigentlich. Genau. So, dass er da nicht zu mager ist. Okay. Ja, das heißt aber, den Wandler kannst du schon noch einstellen, mechanisch von außen? Nein, kann ich nicht einstellen. Ich habe aber in meinem Getriebe alle möglichen Systeme, da haben wir schon mal drüber gequatscht. Ich habe sowas wie Dampfwilfs drin. Das heißt, sobald ich auf Launch gehe, wenn diese aktiviert und mit einem Öldruck wird der Wandler sozusagen so geändert, dass er sozusagen ungefähr 1000 Umdrehungen weiter auf. Also später zumacht. Später zumacht, genau. Aber wenn selbst die 1000 nicht reichen? Genau. Dann ist Ausbauen. Genau, ausbauen, genau. Und ich will ja auch schnell aufbauen. Also ich werde so oder so mit Lachgas launchen. Ja, ja. So oder so, weil ich halt sofort haben will. Weil wenn du mit einem großen stehst, weil ich habe dann ja auch Transbuild, das heißt, ich gehe in Pre-Stage rein, lade mich schon mal auf und dann hüpfe ich halt mit der, in den Stage-Bereich rein mit einer Transbuild. Transbrake heißt, dass das Getriebe quasi ähnlich wie eine Parkbremse blockiert in dem Moment? Nee, da geht ist der erste Gang drin und dann geht der automatische Rückwärtsgang drin rein. Also beide Gänge sind gleichzeitig drin und das hält. Deshalb sieht man ab und zu, wenn der Transbrake auch platzt, deshalb explodieren die Getriebe dann halt auch. Das sah immer spektakulär aus. Das heißt, man blockiert das Getriebe und baut dagegen Eichelange auf? So, und dann machst du nur noch den Gang raus? Nee, das Auto feststeht sozusagen, genau. Und sobald du die Transbrake löscht, fängt das Auto ja sozusagen an zu springen. Wir haben das halt bei Street Outlaws kennen, wenn die sich einstagen, die hüpfen immer so komisch. Genau, das ist es dann, ja. Und das ist dann halt krass. Ja.
Ja, hat halt eigentlich nur den Vorteil, dass halt einfach mechanisch das Auto gar nicht mehr vor und zurück kann. Ne? Richtig. Wenn gleichzeitig genau. Rückwärts- und Vorwärtsgang drin ist, ist halt einfach blockiert. Ne? Ist einfach blockiert, genau. Das hier ist ein Lüftungstank? Ein Lüftungstankmotor, genau. Das heißt aber, du gehst in den Trockensumpftank und dann von dem Trockensumpftank Nein. hier rein? Nein, Trockensumpf hat selber noch eine Entlüftung. Die geht vorne in den Rahmen rein, können wir gleich gucken. Und weil ich entlüfte über mein Chassis, über meinen Rahmen. Mhm. Ich habe keine genau Zusatzrohre. Wir haben das gleich so gebaut, dass ich über die oberen Rohre entlüfte. Entschuldigung, Döner. Und Trockensumpf und Motor gehen in diese beiden Rohre, gehen nach hinten und dann geht das hier rein, wird Öl vom Luft getrennt und die Luft, der Druck sozusagen, wird hinten aus der Heckklappe rausgeschossen, weil ich dieses Methanol-Gestank nicht im Auto haben möchte. Aber die Trockensumpf saugt auch noch ab von dem Motor? Die saugt, an den Ventildeckel oder nur genau, Öl? Genau, du hast ja immer trotzdem, weil du ja mit Öldruck fährst im System, also in einem Öltank entsteht Druck, den musst du entlüften und der wird auch damit entlüftet. Ah, okay, verstehe. So dass es frei läuft. Das heißt aber, du denkst schon noch, dass hier richtig Öl auch ankommt hinten? Da kommt nicht mehr so viel, aber es kommt an, ja. Und dann einfach unten ablaufen lassen? Ich habe unten genau nach Hinlauf ablaufen lassen. Ich habe jetzt meinen alten Trockensumpftank, den ich mal ganz früher gefahren habe, wo ich nur auf der Straße gefahren bin, habe ich den umgebaut, zugeschweißt, weil der hat wirklich sehr gute Schwallbleche drin und dann wird das extrem gut. Ja, komm mal, wir gehen mal an der Seite gucken. So, jetzt haben wir hier nochmal zwei Flaschen. Genau. Einmal CO2. Mhm. Ist für den Shifter. Mhm. Der hat nämlich da drin, hier. Dann. Jeder hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie Löschanlage oder so. Nee, die Löschanlage ist daneben. Und der ist für den Shifter, okay. Der ist für den Shifter und Schirm werde ich auch mit aufmachen. Also oben mache ich mir auch noch ein Druckding, dass ich mir einen Knopf am Lenkrad, das kann, dann muss ich ihn extra in die Hand hochnehmen, kann ich mit... Druckluft mache ich dann. Ich finde das jedes Mal, wenn ich das sehe, finde ich das eigentlich bei. Warum macht man diesen überhaupt den Hebel da oben hin? Ist einfach, weil du greifst einfach oben rein, so, weißt du? So, irgendwie ist es ja schon so vom Lenkrad weggreifen. Ja, aber du bist oben. Weil da finde ich die Version nur auf den Knopf drücken. Ist auf jeden geiler, Fall. Genau. Zum Beispiel bei den ganz großen Dragstern. Jetzt glaube ich, weiß nicht, ob das ab Pro-Mod geht oder sonst irgendwas. Die haben automatische Auslöseanlagen für Schirme. Also Top-Fuel auf jeden Fall. Sobald die durch einen bestimmten Bereich durch so eine Antenne oder Lichtschranke oder was sie da haben, am Ziel durchfahren, werden automatisch die Bremsschirme ausgelöst. Ach, krass, verstehe. Mhm. So, dass wenn du einen Unfall baust oder sonst irgendwas oder ohnmächtig geworden bist, wird automatisch. Das heißt, wenn ausgelöst. Du da durchschiebst, da wird wahrscheinlich schon vorm Ziel dann wahrscheinlich sein, der ist wahrscheinlich ausgelöst ist schon. Vorm Ziel, ne? Oder es wahrscheinlich Ziel, so schnell geht, ja, dass es davor schon. Okay, und warum für einen Shifter? Weil ich, ist ja ein Automatikgetriebe. Du hast ja hier, im Moment ist er im Park, dann ist Rückwärtsgang, dann hast du ersten und dann fährst du im ersten, dann machst du zweiten, dritter. Und dafür hast du halt Pressluft. Das Steuergerät sagt bei 8000 Schalten, dann kloppt dann die Gänge halt nach hinten durch. Ah, okay, verstehe. Ja. Das heißt, du könntest auch manuell, aber willst es lieber automatisiert? Ich will beide Hände am Lenkrad lassen. Ja. Und weil ist so gesehen Automatik, der hat aber nicht diese D-Funktion. Mhm, du musst ihn schalten und dann hast du halt... Und das war's. Und das Geile ist, du bist im dritten, wenn du durchs Ziel fährst, machst du sofort neutral rein. Ja, ja. Vom dritten sofort, weil er diese Funktion hat. Ja. Halt, ne? Ah, okay, das heißt, er hat zweimal eine Neutralgasse sogar, ne? Der hat zweimal neutral, also einmal P, Rückwärtsgang und neutral ist ganz hinten, dass du vom dritten neutral gehst. Mhm. Und hier sehen wir jetzt Getriebe, Adapterplatte und dann genau, Allrad. Getriebe, Adapterplatte, genau, Allrad ist drinnen umgebaut, mit einer anderen Kupplung, Satz drinnen, stärkerer Kette. Um R34 sozusagen. Das heißt, da ist aber richtig eine Allradkupplung auch drin? Das ist da nicht ist nur Star, sondern ist richtig genau, eine Allradkupplung. Ich kann ja ausmachen. Ich kann ja Allrad ausmachen, dass ich nur mit dem Heckantrieb Burnout mache und dann mache ich Frontantrieb wieder an. Deshalb fragen auch ganz viele, ich weiß jetzt schon, beim Rennen wird es Probleme geben, weil ich ja drei Pedale habe. Wozu hast du Kupplungspedal? Das Getriebe funktioniert hydraulisch. Sperrst du die Kupplung. Normalerweise viele haben eine hydraulische Bremse dafür an. Ich hatte da keinen Bock drauf, habe gesagt, eine Pedalerie mit einem Kupplungspedal genommen und ich baue das mit dem Kupplungspedal sozusagen den Druck für mein Allrad auf. Deshalb habe ich drei Pedale. Ah, das heißt, du trittst wirklich ein paar Mal rein und baust Druck? Ja, ich weiß nicht, wie oft das gehen wird. Einmal oder so, genau. Das habe ich habe da auch noch ein Ventil zwischen, dass nichts dahin links. Ich will auch ein Display haben, wie viel Druck da drin ist und. Ich kann zum Beispiel sagen, dass das Motorstück jetzt, was weiß ich, bei 200 zum Beispiel Allrad dann ausschalte, dass ich nur als reiner Hecktriebler fahre. Und wo kommt das ursprünglich her, das Verteilergetriebe? Ist ein R34. Geht ja. Krass.
Eigentlich witzig, dass sowas für die so eine Leistung dann am Ende noch funktioniert. Genau, ist jetzt umgebaut. Ne? Also ich kriege noch irgendwann mal noch ein Billet-Gehäuse dafür. Damit das mal bestimmt geiler aussieht, aber sonst, das ist weil, umgebaut. Weil jetzt sieht man halt auch so ein bisschen mal, wenn man überlegt, was hier am Ende drin los ist. Mhm. Ja, du sitzt halt schon recht. Bei einer Autokarosse, obwohl da nur so ein 0,8 oder 1 Millimeter Blech zwischen ist, fühlt er sich trotzdem irgendwie anders an als so. Ne? Genau, und ich habe auch Schiss, dass die Kette reißt, weil kann ja immer passieren. Wir werden hier noch, eine Stahlplatte kommt hier hin. Mhm. Also ich kacke jetzt auf diese 1 oder 2 Kilo, was das wiegen wird. Ja. Einmal da und einmal da. Falls sie durch den ganzen Block durchschlägt. Ne? Genau, wenn die Kette mal kaputt gehen sollte, weil das mit einem Kettenantrieb, dann geht das wieder nach vorne auf der Seite. Und wenn das mal kaputt geht, ja, ich kann... Ja klar, wenn die ganze Kraft nur um die Kette geht, Ball, ist schon... Die Kette ist... Wobei so ein Rahmen ist natürlich auch schon gut, bis sie da ist gut, aber es kann ja immer durchschlagen und so. Deshalb werde ich das machen. Krass. Und dann hier Kardanwelle nach vorne? Hier geht wieder Kardanwelle nach vorne, genau. Ich habe ja schon ein Muster gebaut, das schicke ich ja zu Dreifachshop jetzt. Die Welle habe ich ausgemessen, die ist heute gekommen aus USA, die ist auf Länge angefertigt. Die ist auch bis 3.500 Newtonmeter. Auch Amerika Driveshaft-Shop? Driveshaft-Shop, genau. Ja, die sehen schon krass aus, die Dinger, ne? Ja. Die ist auch 3,5 Zoll, also 89 mm breit. Jo, ist das ein Rohr. Genau. Hier sieht man nochmal die Anschlüsse, die besagten, gerade von, ja, dem, genau, von dem Catch-Tank, wo er wirklich durch das Hauptrohr geht. Durch die beiden Rohre hier. Eigentlich ist der, muss man ja wirklich sagen, ist der Rahmen so geil gebaut und so geil geschweißt, dass du ihn eigentlich fast so lassen kannst. Ne? Ja. Also man braucht sich auf jeden Fall nicht mit verstecken. Eigentlich ist es schade, ihn zu lackieren, ja. Mhm. Ja, so nimmt das alles nach und nach seine Form an. Ne? So nimmt alles. Wie war das jetzt? Feuerlöscher. Radstand von dem Fahrzeug ist ja wie original. Wie ist wie original geblieben, ja. Vielleicht um 1 mm, je nachdem, wie ich Volllänge einstelle, weil dann kannst du nämlich auch, je nachdem, wie du die Stangen, sag ich mal, die Volllängenstangen einstellst, kannst du gerade minimal nach vorne zurück. Ich finde es immer noch süß, dass das Getriebe das so kann. Weil ja, es das ist, Getriebe ist wirklich krass, nicht groß, ja, so, ne? Es ist einfach. Das ist wirklich nicht groß, ne? Und das ist auch extra im Case halt, weil wo ich keinen Sprengschutz brauche, also das ist Spreng. Fest. Dick genug. Ne? Das ist sprengfest, ja, genau. Ja. Hier sehe ich nochmal wieder ein 3D gedrucktes Teil, ne? Ja, genau. Ja, Armatur mit gefällt mir auch, ehrlich gesagt. Ja, das es ist simpel. Zu dem Auto. Genau, ich wollte simpel. Erstmal habe ich ein originales GTR am Brett gescannt, weil ich eigentlich so die Originaloptik auch drin haben wollte irgendwo. Mhm. Mhm. Weil der Gedanke war immer, das Auto soll dann nochmal ein Auto aussehen. Vom Weiden hat fast geklappt. Wobei von außen würde es tatsächlich bis auf so ein bisschen die. Genau, vom Weiden würde es so fast so, ja, fast also klappen, man, ne? Weiß nicht genau. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch das Armatur mit dran gemacht. Ja, weil jetzt kommst du überall gut ran, weil hier der Tunnel wird ja auch komplett Carbon verkleidet, wie gesagt. Ja, soll ja komplett Carbon sein, das Auto in. Vor allem jetzt hast du da wirklich alles selber gebaut, so ungefähr, dann finde ich, passt sich so ein Armatur mit auch gut ein. Ne? Genau. Jetzt sehen wir dort, ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Video schon besprochen hatten, es sieht eigentlich nur aus wie ein Display, wie ein Tacho, genau. Ist es aber nicht, ist Steuergerät. Genau. Ist hatten wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen im letzten Video. Ich glaube, ja, ist ein Fueltech FT600. Das ist alles, was geht von Fueltech, ja? Das ist das Größte, genau. Und das ist auch das Steuergerät. Kommen aber sind noch ein paar Zusatzsteuergeräte, CD-Einheiten und EGT und... Aber finde ich krass, dass das alles in dieses kleine... Ja, das ist echt krass. Kleine, ja. Und der Carlbaum, das ist, also ist wirklich sehr geil gemacht. Preis-Leistung ist top und du hast wirklich vorkonfigurierte Sachen mit drin, wo du wirklich schon im der Carlbaum schon in der Anleitung drin ist, welcher Kabel für was schon ist. Weil diese Funktionen sind schon da hinterlegt einfach. Geil. Was kostet ein Schalke ungefähr? Oh, die sind nicht teuer. So kann ich dir jetzt nicht sagen. Das habe ich im Shop bei mir, weil ich vertreibe die. Aber eher jetzt so 1, 2, 3.000 Euro, nee, 4, 5.000 Euro? Ich glaube um die 3 oder so. Aber wenn man es jetzt vergleicht, wenn man es jetzt irgendwie mit Motec oder Cyvex oder so vergleicht, halt schon deutlich günstiger. Ist deutlich günstiger so gesehen, ja. Mhm. Geil. Ja, so, vorne ist tatsächlich schon fast in Anführungsstrichen fertig. Die Front ist sozusagen fertig, hier kommen noch ja, die Sachen noch, da die Original-GTR in Kotflügel sind, rein. Hier wird auf jeden Fall derjenige, der das Auto nicht kennt, wird hier auf jeden Fall erstmal denken, was das? Weil das ist ja wirklich so. Ansaugbrücke, ja. Ne, es ist so, da denkt dann keiner mehr irgendwie so an GTR, sondern... Genau, anders passt hier nicht rein. Wie geil so. Ich hätte es so machen können oder ich hätte, war die andere Überlegung halt, die Front umbauen und so eine Buckel hier drauf zu machen. Persönlich fand ich das irgendwie scheiße, noch eine Beule da drin zu haben. Kann man immer noch machen. Ja. Erstmal habe ich das rausgeschnitten.
weil rausgeschnitten werden muss das eh. Und das wird sowieso noch alles komplett eloxiert. Mhm. Und wenn das dann schwarz ist, dann sollte es eigentlich alles. Ja. Front bleibt komplett zu? Nein. Für die Turbolader auf jeden Fall? Die beiden Turbolader kommen die beiden Löcher noch rein, genau. Ah, sieht doch so komplett zu irgendwie geil aus. Ja, sieht geil aus, aber... Können wir das jetzt relativ einfach abnehmen? Wir können das abnehmen, ja. Geil. Muss nur die DZ-Nennrohre hier unten raus. Was müssen wir machen? Pass mal auf, dass er unten nicht reinhackt. Bei den Löchern, weil die Schnellverschlüsse nicht drin sind. Mhm. Das machst du so. Dann messst du mit der Hand hier hoch. Und dann nach vorne weg. Hat doch noch ein paar Kilo, ne? Das, ja, ist... Siehst du auch in, dass es Carbon ist. Ich meine, klar, man darf immer nicht vergessen, ist halt einfach eine ganze Front. Ist die komplette Front, ja. Also das Auto, so wie er jetzt hier steht, das mit der Front drauf... Das wäre die Frage gewesen, ja, wo man gewichtsmäßig hier schon ist. 950 Kilo im Moment. Mhm, krass. Aber echt 950 nur, weil da muss man wirklich sagen nur, ne? Genau. So gesehen nur, ja. Vision kommt zu, also Ziel ist nicht... So bei 1,1 zu landen oder so. Weil wenn ich mir jetzt überlege, ist es jetzt ja auch nicht so viel, was da noch reinkommt. Ne? Ich vermute mal, Frontscheibe machst du auch Plexiglas? Ja, ja, kommt auch Plexiglas. Deswegen auch in der Mitte schon die Strebe? Genau. Das heißt, alle Scheiben, das werden, keine Ahnung, 5 Kilo sein, alles dann vielleicht 8 Kilo? Genau. Ein bisschen Lack noch, ein bisschen Dichtmasse? Genau, da kommen noch Flüssigkeiten, Wasser rein. Gut, ich habe jetzt, wie gesagt, die beiden Wasserkühler habe ich ja gezeichnet. Der eine hängt ja schon drin, hat ja auf 7,5. Ach, also, da hinten wird es echt ja, cooler. Hier machen. Kommt einer und da hinten auf der anderen Seite kommt auch einer. Die werden zusammen verbunden. Ich gehe dann, deshalb hat er auch zwei Anschlüsse hier. Ich gehe aus dem Kopf mit zwei Schläuchen hier rein, gehe unten raus, gehe mit dem Rohr rüber und dann gehe ich wieder am Motor. Mhm. Und elektrische Wasserpumpe? Nein, die Serie. Die Serien, die, die mechanische bleibt. Genau, genau. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass mit Absicht irgendwie elektrisch, dass du nachlaufen lassen kannst, vorlaufen lassen kannst. So. Das Ding wird eh nicht richtig warm mit dem Methanol. Also. Ich überlege gerade, wie war denn das bei deinem alten Setup, wo du mit Methanol gefahren bist? Der hatte nur das hinten Kühler im Heck, ne? Ich hatte einen Wasserkühler hinten, ja. Krass, okay. Und dann einfach, weil logischerweise Fahrtwind kommt da kaum was hin, also wirklich alles über Lüfter? Alles über Lüfter, genau. Deshalb auch die Bleche auch gelasert, alles. Also die werden noch schwarz gemacht, also die werden noch gepulvert. Nur die Netze, nicht nur außen. Und dann, das ist halt... Die Schottwand, braucht die eine besondere Stärke oder muss einfach nur zu sein? Nee, muss einfach nur zu sein. Hier wird auch noch zugemacht, also das wird zugemacht, wenn das am Ende fertig ist. Ja, wenn es final drauf ist. Ja. Genau, final drauf ist, dann wird das, kommt der Blech hier noch drauf und dann... Ja, aber das sieht geil aus irgendwie so. Das, genau. Ich will nicht wissen, wie lange du darüber nachgedacht hast, wie du es jetzt genau positionierst. Ja, also die Laderposition war eigentlich klar, dass die Lader da bleiben, wo die waren, aber halt wie mit den Rohren, wie ich das mache. Weil du konntest ja schon beide Gehäuse verdrehen, links drehen, rechts drehen und so weiter. Genau, und dann, ich wollte das mehr oder weniger, dass die Rohre hier mehr oder weniger gleich sind. Das Geile ist, ich habe die Rohre geschweißt, jetzt kommt, Paul, die ist fast ausgerastet, er dachte, ich will ihn verarschen. Ich kann ungelogen das Rohr hier rausnehmen, umdrehen und es passt auch rein. Ich weiß nicht, das war Zufall auf beiden Seiten. Genau identisch ist, ne? Genau identisch, ja. Obwohl es gar nicht beabsichtigt war. Ja, krass. Das ist ein 89er, ne? 89er. Mhm. Das ist auch, ich glaube, zweifach oder dreifach habe ich das verschweißt oder so. Extra dicker, weil... Weil was, Ziel, ich will ja Richtung 6 Bar gehen, ne? Ich wollte gerade sagen, Ziele sind immer noch 5, 6 Bar, 3000 PS. Ja, also 2900 waren ja bei 5 Bar. Und... Da wird nur gelacht da oben. 6 Bar. Und ja, mal gucken, wo wir hinkommen. Ach stimmt, du hattest schon 2900, ne? 2900 noch was, genau. Und dann habe ich, das war ja der Eier, da wo so alles ein bisschen scheiße war, das eine ja. Aber gefahren warst du maximal immer eher so mit 2,2, 2,4? Genau, also das eine Mal, wo wirklich diese 5 Bar, ich habe die kurz gespürt. Ab vierten Gang hatte ich die im Hockenheim. Da hat die angefangen, gleich die Kupplung durchzurutschen. Nach 180 Metern hat er mir den Motor ausgeschaltet, wo ich dann 0 auf 200 in 3,4 Sekunden gefahren bin. Krass. Weil das war noch mit GTR-Getriebe hinten drin. Das war mit GTR-Getriebe. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Probe in Lüftung. Hier siehst du die Entlüftung, viel Trockenrupp. Da gehe ich in die Rohre rein, von den beiden hier. Vor allem hier komplett hinten nochmal ins Rohr und dann bis ganz hinten durch. Genau, hier hat er auch. Haben das andere auch schon so gebaut? Die Promos haben das auch. Haben auch viele, okay. Ja, viele. Weil klar, man spart sich und natürlich. Hier entlüfte ich ja den. Ja, ja. Ist ja sicher, ist auch angefertigt.
Man sieht bei den Dragstern auch immer, dass Auspuff theoretisch da rauskommt. Oft, ja. Das ist kürzester Weg, ne? Kürzester Weg und ist auch tatsächlich so, dass hier wirklich so viel Druck drauf ist, dass das Ganze nach unten drückt, dass da so viel Kraft rauskommt. Und schon so ein bisschen Druck auf die Vorderachse kriegt. Ja, der fährt ja die ganze Zeit so. Ne? Siehst ja auch in den Videos vom Ziel, also die Schnauze ist immer nach oben. Fast in der Luft, ja. Genau. Ja, aber ich glaube, da kommt schon ganz gut Strahl raus bei 3000 PS. Strahl kommt raus, ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja auch den Fahrtwind, ne? Ja. Der kühlt ja auch, also da. Und das passt dann aber mit dem Original GTR Diff vorne wieder? Oder ja, das Original. Das passt dann am Ende so alles das rein. Das liegt da hinten, der Soundsensing gefrisstes Ding. Mhm. Damit das nicht platzt. Da müssen wir noch die Übersetzung drin ändern. Ah, Lenkgetriebe ist noch fast original. Ne? Das ist original. Ja. Das ist Seriending, ja. So, geht dem Ende zu, ne? Geht so gesehen erstmal dem Ende zu, ja. Hier haben wir jetzt deine neue Spezialbrücke. Das ist die neue Brücke, ja. Fährt die so schon mehr? Fahren da Amis schon mit? Ein Ami ist gefahren, die kommt aus Australien. Ein Ami ist die gefahren. Der hat Backfire gehabt, da ist sie explodiert. Deshalb habe ich auch mein Sicherheitsventil drin. Mhm. Auch wegen, vor allem wegen Lachgas, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mal einen Backfire kriegst, sehr hoch. Und wenn es explodiert, das sieht dann echt brutal aus. Also das ist Platz. Und hier ist extra diese Membrane drin. Und die platzt, dann geht der Druck halt nach oben weg und der Rest bleibt heile. Dann schraubst du auch was neue Membrane rein, alles ist. Backfire heißt einfach, dass irgendeine Explosion in der Ansaugbrücke ist? Genau, also das in der Ansaugbrücke halt. Und der Druck ist dann einfach so hoch, dass einfach alles runterfliegt? Ja, genau. Also der GTR, der war von Schraub Houston, so ein beigefarbener. Das ist wirklich die vorne, die komplette Front. Also die Haube ist weggeflogen, das Ding stand noch ein bisschen in Flammen etwas. Ja klar, weil in dem Moment kommt natürlich jede Menge Kraftstoff auch raus. Und du hast halt diese Schrauben hier. Hier sind die Dannschrauben drin. Haben die reingemacht. Ich mache aber normale Schrauben rein, das weiß ich jetzt schon. Weil, ja. Sicher. Sicher, genau. Krass. Und hier ist wirklich einfach nur wahrscheinlich berechnet eine Membran mit Stärke X, die halt dann bei Druck kaputt geht. Die hat auch diese SFI-Zulassung, also so ein Drexler-TÜV sozusagen. Weiß man, bei wie viel Bar die aufgeht? So? Nee, weiß ich nicht. Müsste man gucken. Also auf jeden Fall, die können richtig was ab. Ja, Wahnsinn. Aber das sind immer noch die alten Krümmer. Das sind die alten Krümmer, ja. Das ist immer noch 1:1 so. Die Krümmer sind alt, ja. Und die Lader ja auch, so wie ich gefahren bin. Und das reicht auch erstmal. Jo. So ist erstmal. Für den Anfang. Alter, der Döner, ey. Hängt schon im Magen jetzt. Gibt Gas. Der gibt Gas gerade, ja. Was denkst du grob? Wie geht's weiter? Weil du willst ja eigentlich im Sommer schon fahren werden. Ich wollte im Mai eigentlich zum Dings fahren. Zum Dorslemmers. Mhm. Santa Bot? Mhm. Da wolltest du dann ja auch mit. Eigentlich Ziel ist diese Woche Karosse ab. Ich glaube, ich werde das Freitag machen, weil bis Freitag habe ich ja noch. Morgen muss ich auf jeden Fall dabei, den ganzen Tag. Ist aber theoretisch komplett ready? Ist schon jetzt alles angepasst, dass du es jetzt runternehmen könntest? Ich oder musst du ein paar Kleinigkeiten machen? Ich nehme es runter und dann muss ich hinten noch was gerade schneiden. Weil dann die haben im Nachhinein gesehen, dass es nicht so gerade, wo die Radläufe sind. Das wird nochmal nachgeschliffen und dann rufe ich ihn an, soll er herkommen und dann soll ich mitnehmen. Abholen. Ja. Genau. Eigentlich schnell zerlegt, weil die Türen habe ich auch, die habe ich auch mit CNC gemacht, die Scharniere, die Türen kannst du in einer Sekunde abnehmen, alles. Das ist schon der finale Motor? Das ist mein Motor, der Motor ist so, wie ich ihn ausgeschaltet habe damals. Der ist ja heile, der ist so, wie ich ihn ausgeschaltet habe, steckt da drin. Mhm. Weil wenn er fertig zusammengebaut wird, ich glaube, ich werde ihn erstmal mit dem Motor zusammenbauen. Wenn wir einmal durchdrehen, könnte sein, dass ich mit dem Motor starten werde und dann, wenn wir den Motor zerlegen, einmal Plöll neu, alles neu, frisch neu machen und dann. Aber den hast du aber immerhin aufgemacht, ein bisschen Öl reingemacht und so weiter? Ja, Öl ist drin, ja. WD-40 ohne Ende, ja. Das schon. Aber sonst einfach wirklich. Einmal durch die Zündkerzen, durch einmal WD-40 rein, durchgedreht. Aber so wie ich dich kenne, wenn er erstmal läuft, wirst du erstmal fahren. Nee. Erstmal soll, wenn er wirklich anspringt und normal läuft und keine Fehler schmeißt, dann Motor raus, weil es eigentlich schnell gemacht ist, ja. So viel ist es ja nicht. Ja, vorhin jetzt ist es so gebaut, ne? Guck mal, ganz einfach. Ja, genau. Ich nehme ihn komplett mit einer Achse raus. Komplett nach unten. Komplett. Mhm. Ach stimmt, deswegen wolltest du ja auch deine originalen Achsaufnahmen haben. Ja, genau. Wir haben ja sozusagen die GTR-Achse, ja, also die umgebaute, die von Fairline, die drinne, die ist da drinne, in Originalpunkten. Nee, witzig, wenn man jetzt so vorstellt, die vorderen Räder sehen gar nicht mehr so krass riesig aus. Nee. Wenn man jetzt die hinteren kennt, ne, finde ich, sehen die vorderen noch verhältnismäßig human aus. Und hier sind halt auch mal ein paar dezente Titanschrauben reingegangen. Die sind komplett Titan, ja. Ja, sehr cool.
Sehr, sehr cool. Geht's also voran. Dauert nicht mehr lang. Nee, so gesehen nicht. Das heißt aber, du wirst ja auf jeden Fall, bevor du die ersten Meter mitfährst, eh auf jeden Fall nochmal einmal pushen. Er wird pushen, ja, der wird erstmal abgestimmt, ja. Keine Ahnung, 2000 PS. Meinst du, du könntest bei dir auf dem Prüfstand auch so ein bisschen mit Transbrake und so auch schon so aus dem Start sowas testen und gucken? Ja. Meinst du, das geht? Ja, ja. Also der ist trotzdem noch so krass runtergebremst, das kann der immer noch? Genau. Da muss ich nur die Drehzahlabnahme über Zündung machen, damit er weiß, welche Drehzahl er zur Berechnung und dann kann ich dann auch alle drei Gänge durchfahren. Weil das ist natürlich für dich jetzt dann einfach Gold wert eigentlich, ne? Ist Gold wert. So, weil wenn ich mir überlege, jeder andere müsste mit dem Ding, vor allem sowas kannst du ja auch nicht mehr irgendwie mal aus Spaß irgendwo testen. Nee. Selbst auf irgendwelchen Veranstaltungen ja nicht. Nee, und du brauchst auch sehr lange immer, ne? Start für Start, Daten gucken und hier und hier fährst du einfach, ne? Das geil. Mega. Ja, hier seht ihr nochmal die elektrischen Wastegates. Genau. Wie ist das in so einem Fall mit Pop-Offs? Brauchst du gar nicht? Doch, die kommen noch rein. Kommen noch drauf, okay. Mhm, die kommen noch drauf, ja. Mhm. Die liegen ja schon da oben. Ach, da liegen sie schon. Ich bin ja überlegen, wo ich die ganze Zeit hinmache. Weil ich glaube, ich werde die nach unten machen, sodass man die nicht so überwiegend nicht sieht. Genau. Da kannst du ja wahrscheinlich nur entweder wahrscheinlich so wegstehen, ja, sieht so ein bisschen aus wie so Hasenohren. Oder halt nach unten so. Genau, hier nach unten. Mhm. Nach links und rechts und fertig. Mhm. Benzintank? Kommt dahin. Also schon hinter das Rad, aber schon so ein bisschen geschützter der kommt, hier. So, ne? Entweder kommt der hier hin oder er kommt hier hin. Eins von beiden. Mhm. Mhm. Weil die Benzinpumpe wird hier sitzen. Die sitzt jetzt auch vorne, wird direkt reingeschraubt. Eigentlich stimmt, die hat sie vorher über eine Kabelwelle. So Welle, genau, wie so eine Welle nach hinten. Ja. Und hier so rüber? Gar nichts, der bleibt so. Ich meine, dass du da den Tank hinmachen würdest? Nee, weil wenn, sag ich mal, doch der Wandler platzen sollte, habe ich keinen Bock auf Benzin, die durch die Gegend fliegt. Mhm. Wobei, aber selbst wenn der platzt, das Ding ist doch sicher, oder nicht? Ja, ist sicher. Ich glaube, so ein dickes Titan ist das. Deswegen, eigentlich ist das sicher. Weil das wäre ja fast noch ein prädestinierter Platz so für Tank schön hoch und so weiter, ne? Genau, da kommen ja noch vom Lachgas kommen ja noch die Dinger rein, die Ventile hinten und die Anjansaubrücke. Gibt es aktuell in Europa, also in Deutschland gibt es ja eigentlich gibt es in Deutschland jemanden, der was Vergleichbares baut? Nee. Nee, also das ist der einzige auf der ganzen Welt, der seit weil der Allrad hat. Naja, das ist klar, aber so richtig so richtig tief drin, wenn dann eher in Richtung Amis, oder? Ja, es gibt einen Thomas Rümmler, nicht der Thomas Rümmler, sondern einen anderen. Die kommen unten aus Bayern, glaube ich, kommt da. Die haben jetzt einen Promot gebaut. Mhm. Ich glaube, die erste Fahrten haben sie letztes Jahr und ich glaube, dieses Jahr ballern die durch. Mhm. Das ist, haben die auch. Aber jetzt von Tim McArmes, ich glaube, haben die das Chassis gekauft. Ich weiß nicht, ob das schon fertig zusammengeschweißt war. Und die Karosse. Und ganz, sonst eher Schweden oben? Schweden, ja, ganz viel. Ja, ja eher, ne? Ja. Der Eklund hat ja den Audi, den A5. Der ist auch auf Getriebrohr gebaut. Mhm. So, aber nur als Hecktriebler. Mhm. Keine Allrad bisher. Genau, keine Allrad. Und bei mir ist das halt, dass ich die Promot-Zulassung wirklich habe. Ne? Ja, ich habe ja eine Zulassung 5,99 Sekunden und schneller. Also ich kann bis 5,0 runterfahren. Das heißt theoretisch hier aufladen und in Amerika fahren? Genau. Gibt es nichts, was die reglementmäßig sagen würden, das und das müssen wir umbauen? Dann nicht eigentlich, nee. Denkt man so immer gar nicht drüber nach, wenn man so ein eigenes Auto baut, ne? Solange man das in Anführungsstrichen hobbymäßig betreibt. Ne? Mhm. Aber irgendwann ist es dann halt schon so, dass das immer mit Zulassung losgeht. Mit Zulassung losgeht. Ja, vor allem, es muss sicher sein, weil es ist wirklich, das, also Spaß ist es nicht mehr. Ja, bei 3,50 auf 400 Metern? Ja, das ist schon... So, jetzt zeigen wir euch noch einen ganz kurzen Teaser von noch einem anderen Projekt. Das müssen wir euch irgendwann mal in Ruhe vorstellen, wenn es hier weitergeht. Und zwar, Objekt der Begierde, RS4 Limo. Seid ihr auch schon mittlerweile länger am Bauen? Genau, es war von Anfang aus so geplant, dass wir uns da sehr, sehr viel Zeit lassen. Weil, ich würde sagen, das Auto gibt es schon 5, 6, 7 Jahre so nämlich auch schon? Hat er den schon? Den hat er so. Der ist noch nur angemeldet. Ja. Weil so lange, ich weiß ja, das waren ja noch Fahrenwälder-Zeiten damals. Ja, ja, genau. So. Der hat ihn schon sehr, sehr lange und dann irgendwann haben wir gesagt, machen wir dann dies, ging's das. Dann ging es los, erstmal Seitenteile. Genau, das sind aber Blechteile. Blechteile, genau. Allerdings ein bisschen Carbon ist ja mittlerweile schon drin. Carbon-Türen, ne? Die Türen sind Carbon hin, wie bei dir. Vorne sind die Türen S4 geblieben. Da haben wir auch die Löcher zugemacht, einfach damit und dann also keine RS genommen. Vorher auch alles zusammengebaut, alles angepasst und Heckklappe ist auch Serie hinten. Stoßstange hinten ist Carbon, Stoßstange vorne Carbon. Also die vorne ist sowieso komplett Carbon. War sowieso so geplant halt wegen dem Motor, weil wir mit dem Motor minimal weiter
Also der Moto hängt minimal weiter vorne als hinten. Ja. Tada! Genau, er geht noch 1 Zentimeter nach hinten. Genau, das ist und er geht noch 1 Zentimeter nach unten. Das ist die weltweit erste RS4 Limo mit Nissan GT-R R35 Motor. Genau. Ich weiß, ich habe im Internet auch schon so ein paar Sachen gelesen, dass der Motor so weit vorne sitzt, aber jetzt, wo ich selber live sehe, der Original V6 sitzt nicht viel weiter hinten. Sitzt er nicht. Das sieht immer am Ende hier so vollgepackt alles aus. Richtig. Ne? So, aber wenn du wirklich nur den Motor mit Köpfen reinhängst, sind das vielleicht, also 40 mm. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Also das ist vielleicht gerade mal die Platte halt. Ne? Genau. Mehr ist es definitiv nicht. Genau, das ist nur die Adapterplatte zum Motor so ungefähr. Also so viel weiter ist er vorne. Darfst aber nicht vergessen, dass der Motor leichter ist als der RS4 oder der S4 Motor, weil das ein Alu-Motor ist. Ja, ja. Das ist ja kein Stahlblock. Und dieser Bereich hier so mit Schlossträger und so? Passt rein. Das einzige, also der Motor. Schloss, ne? Wahrscheinlich. Die Haube geht zu. Der liegt jetzt sozusagen auf dem Motor und der liegt genau hier auf. Also kurz gesagt, ich werde das hier noch hier wegschneiden. Und da passt das hier genau rein. Aber der Motor geht sowieso noch weiter nach hinten. Zentimeter und Zentimeter nach unten. Da kriege ich auch Trockensumpf. Und dementsprechend passt das. Weil er aktuell noch recht hoch ist, wobei er sieht schon recht flach eigentlich so aus. Er sieht flach aus, also es täuscht wirklich. Also jetzt sicher, ich habe jetzt von Daniel den anderen RS4 hier stehen. Erstmal war Haube war nicht drauf, ich rein. Ich so, ach du Scheiße, wie geht die Haube jetzt zu? Was habe ich da jetzt eigentlich hier viel scheiß Ideen gehabt? Da habe ich bei dem Audi Haube aufgemacht und wenn du wirklich beim RS4 die Haube aufmachst und von da guckst, guckt der Motor ungefähr so viel über die Kotflügelkanten hier. Weil die Haube das einfach wegbaut. Weil nämlich der Motor in der Haube verschwindet. Richtig. Nee, also ich finde auch. Also die Ansaugbrücke passt auch rein. Jetzt so auf also ich habe die auch schon drin gehabt, eine Ansaugbrücke. Das passt alles. Und wie du siehst, haben wir sehr viel Platz wie Turbo. Ja, vor allem hier gerade, ne? Ja. Es ist extrem. Nee, weil der definitiv vom Winkel her ist flacher anders, ist, ne? Ist flacher, genau. Und dementsprechend ist hier halt, genau. Also das ist wirklich extrem. Also wenn man hier so... Also da ist wirklich Platz, ja. Wenn man hier mehr so, Platz als beim GTR. Wenn man hier so reinguckt, ist wirklich... Ja. Muss ich hier mal filmen, einmal rein, René, das müssen wir einmal so mal zeigen. Bei jedem RS4 wären die Krümmer jetzt zum Anschrauben eher, man würde sich so richtig die Finger brechen. Die wären wirklich eher hier und hier kannst du ja wirklich, also das ist ja wirklich krass, Platz ohne Ende. Das ist wirklich brutal, ja. Eine witzige Sache. Hat so halt noch keiner... Nee, ist der erste. Also ist natürlich zu Zeiten von Cyrix und so wahrscheinlich mittlerweile einfacher, als wenn man jetzt versuchen würde, mit dem Original GTR-Steuergerät das Ganze irgendwie zum Laufen kriegen. Also Cyrix-Steuergerät. Und halt mit Originalgetriebe das Ganze. Das heißt, Antriebsstrang lasst da erstmal original. Genau. Schwungrad muss logischerweise gebaut werden, weil es wird es ja nicht geben. Oder gab es schon irgendwie ein. Nee, geht ja nicht. Muss ja für das Getriebe passend gebaut sein, Schwungrad und so weiter. Ne? Haben wir gemacht. Alles fertig schon, ne? Genau. Ich weiß nicht, ist das überhaupt. Habe ich das überhaupt eingebaut? Nee, ich denke mal wahrscheinlich ohne, ne? Und Kupplung dann tilten, oder was machst du da? Ja. Ja, wie ihr seht, wird nicht langweilig hier. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Jetzt habt ihr erstmal wieder ein bisschen feinste Technik bekommen. Und ja, wir werden das Ganze weiter begleiten. Viel Erfolg, vielen Dank fürs Zeigen. Immer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.